wunderschönen guten Morgen. Heute machen wir was ganz was Verrücktes. Und zwar, wir waren im Spätsommer Pilze suchen da und haben da einen extrem coolen Teich gefunden. Da wird Schotter abgebaut. Ich meine, da sind mehrere Teiche, aber auch große. Und da haben wir Leute gesehen, die baden und mit Boote fahren und so weiter. Und dann habe ich gefragt, ob da Fisch drinnen sind. Und der hat gesagt zu mir, ja, er ist sich nicht ganz sicher. Jetzt fahren wir hin und sie haben gesagt, im Winter können wir mal hinfahren, weil im Sommer wird das alles abgebaut, da Schotter abgebaut und so weiter. Und wir sollen im Winter hinfahren und wir fahren jetzt wirklich aufs gerade Wohl einfach hin und schauen, ob wir da irgendeinen Raubfisch überlisten können und ob da überhaupt was drinnen ist. Jetzt sind wir da endlich. Ja. Und der See war zugefroren, jetzt 3 Tage komplett. Und jetzt ist er seit 2 Tagen wieder offen. Das hat mir gestern erzählt, der Besitzer. Und jetzt probieren wir mal und schauen wir mal, was geht. Drückt mir die Daumen. Jetzt werden wir gleich mal beim ersten kleinen da probieren. Dadurch, dass da 4 Teiche sind und wir nicht wissen, wo, was oder überhaupt was drinnen ist, fangen wir da an. Los geht's. So, oder? Da werden wir auf alle Fälle ein größeres Blei brauchen, das ist sehr tief. Werden wir gleich mit etwas Stärkerem probieren. Wir haben da bleilose Jig-Haken. Hat natürlich auch den riesen Vorteil, dass die Absinkphase einfach ein bisschen länger dauert, weil der Kopf größer ist. Wer in Physik aufpasst hat, mehr Masse, mehr Verdrängung, mehr Widerstand. Die Köder auch komplett non-toxic Köder. Kann nichts passieren, ist ganz umweltfreundlich. Perfekt. Super Laufverhalten, super schlank für Zander. Alles 1A. Dann probieren wir es schwerer. Da fällt uns ein bisschen eine Fläche, ein bisschen was zugefroren noch. Aber wir werden das natürlich auch probieren. Wir hätten jetzt noch einen 4. Teich da, allerdings ist der komplett zugefroren und jetzt probieren wir gleich einen großen. Drückt mir die Daumen. So, wir haben jetzt fast Halbzeit und bei den Kleinen waren wir leider erfolglos und es ist auch nicht zu viel versprochen, der Besitzer, der hat gesagt, er weiß nicht, was drinnen ist. Das wollen wir herausfinden und darum sind wir jetzt beim Großen. Wir werden da jetzt ein bisschen mit
ein wenig stärker fischen. Also was ich da mitgekriegt habe, sind die relativ tief, diese Schottergruben. Und jetzt werden wir schauen, was wir da nehmen. Fangen wir mal relativ klein an. Das Wasser ist sehr klar. Das heißt, wir machen natürliche Farbe zuerst einmal und relativ klein. Dann schauen wir mal, was passiert. Perfekt. So. Dann werden wir gleich mal aufmachen und herrichten. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Das ist alles vereist, das ist ja unfassbar. Extrem tief. Ja. Nach den Sekunden her müssen wir jetzt da schon mindestens 10 Meter haben. Aber jetzt sind wir unten. Bis. Ein Zander, ein Zander. Ah, nicht der größte, aber. Scheiner Zander. Funktioniert. So, jetzt werden wir. Die kleinen sind da. Jetzt werden wir die größeren probieren. Wenn es kleine gibt und wo nichts gesetzt wird, müssen größere auch drinnen sein. Die Bedingungen sind natürlich auch ein Wahnsinn. Glasklares Wasser, knapp über den Gefrierpunkt, jetzt war drei Tage Zugfahren. Aber wir schaffen das. Thank you.
Spitz. Fisch. Wieder was relativ Kleines, aber Fisch. Und genauso soll er greifen. Wir fischen dort zwei 44er, die Hy-Vee 2 und mit einer 10er geflochtenen, absolut ausreichend für den See. Tip-Top-Kombo, ganz leicht, 1A. Jetzt probieren wir mal eine andere Stelle. Da ist es seichter, bevor ich schon probiert mit dem Jig-Kopf. Vielleicht halten sie sich jetzt da auf, werden wir sehen. Da ist schon sehr seicht. Wir werden da ein bisschen ins Tiefere wieder rübergehen. Die seichten Stellen sind eher für den Abend gedacht. Na dann, los! So, der Verbindungsknoten vom Fluorcarbon zur geflochtenen ist eigentlich ganz einfach. Wir machen da Schlaufen, halten die Schlaufen, fahren mit der unterhalb durch, halten das da hinten, wickeln da 8-mal drüber. 4, 5, 6, 7, 8. Nehmen das Ende von unten durch, halten das, ziehen das nach vor und dann nehmen wir beide und ziehen es fest. Und somit haltet er hundertprozentig. Ich schaue immer, dass ich ein bisschen erhöht stehe. Dann ist die Absink quasi noch länger und hat man einen anderen Winkel ins Wasser. Das ist im Winter ganz vorteilhaft, weil man relativ langsam führen sollte, vor allem bei Wassertemperaturen von 2 Grad. Ja, dann werden wir sehen. Schauen wir mal. Sehr seicht. Da werden wir gleich wieder weiterschauen. So, da. Sehr gut. So, schauen wir weiter.
So, das wird jetzt unser letzter Spot werden. Jetzt waren wir schon einmal um den See und die Kleinen haben auch mitgemacht. Zwei Zander bis jetzt. Top. Für die Verhältnisse. Jetzt schauen wir sie gleich den letzten Spot noch an und hoffen, dass noch was geht. So Leute, jetzt fängt es zum Regnen an. Eiskalt ist es auch. Einige Stunden sind wir schon da. Gefangen haben wir auch, aber jetzt sagen wir den letzten Wurf an. Fazit vom heutigen Tag: Wir haben zwei Zander gehabt, zwei kleine. Wo kleine sind, müssen große auch sein. Also, wir werden das allerdings aufs Frühjahr verschieben. Ja, dass wir die großen Zander probieren zu fangen, weil es ist richtig kalt, das Wasser ist knapp über dem Gefrierpunkt, regnen tut, der Wind fängt jetzt schon langsam an und wir werden das jetzt wirklich abbrechen, das Ganze. Wir sind ja schon einige Stunden da. Und wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch und lasst uns ein Like da. Alles Liebe und Petri Heil. So, eins habe ich noch für euch und zwar schreibt es mir in die Kommentare, was wir vielleicht noch besser machen hätten können oder was wir probieren hätten können oder vielleicht habt ihr eine Idee fürs nächste Mal. Unter allen Kommentaren verlosen wir die VW2 mit der Originalspulen mit einer 10er 9 Braid, ja, also richtig was Cooles und die komplette Angelbox dazu mit allen Ködern, die was wir mitunter heute gefischt haben und alles was auch noch da drinnen ist mit den Jig-Köpfen und so weiter und so fort. Ich freue mich drum. Macht es gut.